Ah, es wird immer besser beim SC Magdeburg. Jetzt kommen auch schon in den Katakomben die Sponsoren und Sponsorinnen und rasten völlig aus. Aber wird demnächst verheilt sein, alles ist gut. Ist nur ein bisschen seltsam dann immer beim Angucken. Ja, ganz, ganz klein, also nur drei Stiche, so ja, einfach weiter. Ihr Handballer geltet als sehr hart. Bist du betäubt worden oder hast du es ohne Betäubung genommen, das Nähen, die drei Stiche? Tja. Das weißt du nicht? Ja, also ich war 2 Minuten raus, also der hat rote Karte bekommen und dann war ich wieder rein nach den 2 Minuten. So, ja, einfach. Es sind wunderbare Wochen, die ihr gerade spielt. Es ist unglaublich, mit was für Energie du reingehst in die Abwehr. Wir staunen immer alle feiern dich, der Körper hält, du rennst, du fightest, du machst Tore, du hast einen Blick für den Nebenmann, du bist in der Form deines Lebens. Fühlst du das auch so? Tja, ich fühle mich einfach gut, ich fühle mich wohl, weil uns gut geht. Wir haben sehr gut gespielt, einfach konsequent und ja, ich würde einfach sagen, souverän mit unserer Performance. Also wir haben jetzt monatelang einfach gute Performance geliefert und heute genauso. Wir sind lange nicht her mit unseren Zuschauern, mit unseren Fans. Natürlich war es geil, die Magdeburger Fans zu sehen in Westbrem. Das war einfach geil. Aber ja, heute, ja, die Atmosphäre ist einfach top. Wir haben die Auswärtsfahrer, die mit in Ungarn waren, heute auch extrem mitgelobt. Hast du sie gehört denn in dieser Hölle von Westbrem oder hast du sie nur gesehen? Tja. Sag was. Ja, einfach 100%. Ich habe nur die Magdeburger Fans gehört. Wie hast du das da wahrgenommen? Das ist schon eine einzigartige Atmosphäre gewesen, oder? Ja, natürlich. Also, aber als Handballer, du genießt es einfach in solchen Spielen, in solchen Atmosphären zu spielen, weil da sind genau die Spiele, die du lebst für als Handballer. Und in solchen Spielen willst du auch performen. Und das haben wir gut gemacht in Ungarn und genauso heute. Bei diesem Programm, was ihr gerade absolvieren müsst, habt ihr eigentlich noch Zeit, dann auch in der Kabine nochmal zu feiern? Gibt's da? Also nimm uns mal kurz mit. Wenn du darfst. Ist da jetzt Ruhe? Oder? Ja, also gefühlt sind irgendwie alle, ja, nicht K.O. die letzten Monate, aber es sind unheimlich viele Spiele. Aber wir machen das, ich finde, dass wir machen das gut mit guter Regeneration und guten Physios. Und dann muss man einfach professionell arbeiten und das gehört dazu, aber spielen ist viel, macht viel mehr Spaß als zu trainieren. So, man kann das auch so sehen. Und ihr macht das auf der Platte nicht nur gut, sondern sensationell. Die Fans sind so begeistert und das merkt ihr ja auch. Ein Empfang, als ihr wiedergekommen seid, auch aus Saudi-Arabien. Dann heute der Empfang, wenn ihr auf die Platte geht, jetzt auch schon zur Erwärmung. Wir wünschen euch wahnsinnig viel Glück. Es sind, glaube ich, jetzt noch 17 Spiele bis Weihnachten. Kreuzt du das ab oder guckst du wirklich nur von Spiel einfach zu Spiel? Spiel zu Spiel. Einfach viel besser. Anfang ist, was ich gesagt habe mit den 17 Spielen, die ihr noch habt. Einen großen Applaus in der Halle bitte jetzt und hier auch von euch, von den ganzen. Das ist der Mann der Stunde auf jeden Fall bei Magdeburg. Gisli Christiansson. Danke. Vielen Dank, bleib gesund. Danke.